Diese Fotografie von dem Richard Wagner, die ist aus dem Besitz von König Ludwig II. Dieses Bild hatte er im Schloss Berg aufgehangen. Es ist eine Originalaufnahme von Josef Albert auch und zeigt eben, wie sehr er den Richard Wagner immer um sich haben wollte. Zu dieser Zeit hat ja der Richard Wagner auch in der Villa Pellet, ganz in der Nähe von Schloss Berg, gewohnt. Und von dem Flügeladjutanten Sauer wissen wir, dass er den Wagner manchmal sogar zweimal am Tag besucht hat. So sehr war er glücklich, ihn in seiner Nähe zu haben.